Flughafen. Wir fliegen heute in den Urlaub und ich bin schon extrem gespannt. Wir fliegen mal wieder nach Antalya, also in die Türkei. Ja, das ist halt irgendwie so mein Lieblingsreiseziel und ich nehme euch natürlich mit. Ja, also viel Spaß. Come this far, I just feel it. This is truly where I belong. Making my way down Ocean Drive, hungover people pass me. Unser Hotel war das Royal Alhambra Palace in Kolakli, also in Side. Und das gehört auch mit zur Stone Group, also das ist so eine große Hotelgruppe in der Türkei, wo zum Beispiel auch das Royal Taj Mahal und das Royal Dragon dazu gehören. Und da waren wir halt das Jahr zuvor schon und es hat uns mega gut gefallen. Und die Stone Group Hotels sind halt alle so ein bisschen ähnlich aufgebaut, deswegen dachten wir, konnten wir da nichts falsch machen und es war auch so. Also es ist echt ein mega schönes Hotel gewesen. So, ich mache jetzt erstmal noch eine kleine Roomtour, jetzt wo noch alles ordentlich ist und noch kein Gerümpel rumliegt. Also wenn wir jetzt hier reinkommen, sehen wir erstmal die zwei Betten, also das Doppelbett von meinen Eltern und meins. Und ja, dann ist hier ein Spiegel, ich komme mal rein. Und wir gehen jetzt mal raus auf den Balkon. Leider haben wir nur so ein bisschen seitlichen Mehrblick, aber das ist eigentlich vollkommen egal, weil wie oft sehen wir denn auf dem Balkon? Eigentlich nie und es ist so warm, Leute, ohne Mist. Ich muss mir dann erst was Kürzeres anziehen. Jedenfalls ist das jetzt der Blick vom Balkon und es ist echt riesig, also das Hotel ist riesig, also das ist manchmal alles, was ihr jetzt gerade seht. Ich zeige euch mal den Meerblick. Das ist das Meer, aber macht ja nichts, also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so penibel bei dem Blick vom Balkon aus. So, jetzt gehen wir nochmal ins Badezimmer, da haben wir natürlich auch erstmal noch einen großen Spiegel her. Und natürlich Waschbecken, da hinten eine Toilette und diesmal sogar eine Badewanne und natürlich eine Dusche. Ja, und das ist unser Zimmer. So, wir laufen jetzt mal ein bisschen durch die Lobby. Die habe ich euch auf Monster gar nicht so richtig gezeigt, weil die ist halt auch echt mega schön. Und total so palastmäßig. Ne? Und ich habe mich jetzt schon fertig gemacht für das Abendessen. Ich zeige euch das aber morgen, ja? Weil ich erstmal selber so ein bisschen erkunden will, was es alles so gibt. So Leute, ich muss jetzt mal ein bisschen leiser reden, weil es ist schon ein bisschen spät und sorry für mein abgefucktes Make-up. Ich war jetzt gerade noch am Strand ein bisschen feiern. Warte mal, wo ist denn mein Zimmer? Nee, ich bin in der falschen Etage, okay. Fail. Auf jeden Fall war es gerade mega geil. Also ich hätte nie gedacht, dass ich heute noch so viel Spaß habe. Wir waren halt gerade auf so einer kleinen Strandparty, hier ist ein Aufzug, vierter Stock. Und es hat so viel Spaß gemacht. Die ganzen Animateure können halt richtig gut tanzen. Also ich blende euch mal ein paar Snaps ein, aber halt ohne Musik wegen Copyright und so. Und das war so cool. Das war echt so cool. Und jetzt muss ich echt leise machen, dass ich meine Eltern nicht wecke. Okay, ich bin jetzt in der richtigen Etage angekommen. Und jetzt müssen wir leise machen. Ich schlafe bestimmt alle schon. Oder? Ist das mein Zimmer? Ja. Okay, also ich habe ja vorhin gesagt, dass der Ausblick vom Balkon nicht so geil ist, aber schaut euch das Ganze mal im Dunkeln an, Moment. Ist das nicht mega geil? Es ist mega geil, oder? Also ich finde die Beleuchtung halt sowieso immer sowas von nice. So, ich werde mich jetzt noch fertig machen und dann ins Bett gehen und ja, alles andere zeige ich euch dann morgen. Also bis gleich. So, es geht jetzt frühstücken. Ich komme mal ein Stück näher ran, sonst hört ihr mich wahrscheinlich nicht. Und ich zeige euch jetzt mal, was es hier alles gibt. Ja, das Frühstück ließ echt keine Wünsche offen. Also wer schon mal in der Türkei in einem All-Inclusive-Hotel war, weiß das. Das Frühstücksbuffet ist echt immer so riesig da. Und da gibt es wirklich alles von irgendwelchen Süßspeisen, Gebäckstücken, natürlich auch normalem Brot, Käse, Schinken, alles Mögliche. Bis hin zu Pancakes und irgendwelchen anderen. Also das hier ist zum Beispiel ein Turkish Donut, so hießen die, glaube ich. Das ist wie Langosch, aber halt irgendwie süß. Also man konnte es halt auch süß essen. Und ich habe da immer so eine Art Nutella drauf gemacht. Dann natürlich noch ein bisschen Obst. Also ich fand auch das Obst wird irgendwie mega geil, weil es natürlich regional ist und alles auch ein bisschen mehr Sonne abbekommen hat, als vielleicht das Obst, was wir halt in Deutschland bekommen. Und ja, die haben das natürlich auch alles irgendwie so mega schön gestaltet irgendwie, ist so kreativ gemacht und ich weiß auch nicht. Also das Frühstück ist echt so mit das Geilste in der Türkei. Und ja, hier habe ich mir jetzt noch ein Pancake gegönnt. Also das war immer so mein Standardfrühstück, also so ein Pancake und so ein Turkish Donut und ja, dann halt noch irgendwelches Obst dazu. Und ja, hier seht ihr nochmal das Obstbuffet. Also da gab es echt ganz, ganz viel verschiedenes Zeug. Natürlich auch alles frisch und echt super lecker.
Und wir haben dann meistens draußen gegessen, auch wenn das dann schon mega warm war. Also es war wirklich schon früh, bestimmt so 34 Grad oder so. Also man kam da echt schon beim Frühstück teilweise ins Schwitzen, aber es war trotzdem total angenehm. Und meine zweite Portion war dann meistens noch eine Schale Müsli und Melone. Und hier seht ihr dann auch nochmal den Blick, den wir meistens dann vom Frühstück aus hatten. Ja, ach, mega schön. Still amazing, stop chasing, undress me, come closer. All I wanna do is you now. You shaking my Benjamin, everybody dancing. Tempo, tempo, tempo. Come on, animation. Come on, Jimmy, shoot. Oh, so, hier nehme ich euch mal noch ein bisschen durch die Poollandschaft mit und was ich an türkischen Hotels eben immer total klasse finde, ist, dass die Animateure so präsent sind, also auch im Pool, die setzen sich da halt manchmal zu Leuten mit auf den Stuhl und quatschen erstmal eine Runde und machen halt Stimmung, machen irgendwelche Poolspiele, das habt ihr ja gerade gesehen und das ist halt in anderen Ländern irgendwie nicht so, also wir waren auch schon mal auf Kreta zum Beispiel, da hat man die irgendwie den ganzen Tag nicht gesehen und das fand ich irgendwie ein bisschen langweilig dann, also ich meine, manche mögen das vielleicht auch nicht so den ganzen Tag bespaßt zu werden, aber ich finde das irgendwie total cool. Ja, hier sind wir dann gerutscht und das ist übrigens Nicole, die ihr hier seht. Das ist ein super nettes Mädel, was ich dort kennengelernt habe und wir hatten echt mega viel Spaß zusammen und haben dann ab dem ersten Tag eigentlich alles zusammen gemacht dort. Und ja, es hat echt ziemlich viel Spaß gemacht mit ihr, der Urlaub. Das hier ist Gözlem, also das ist so ein türkisches Fladenbrot, gefüllt mit Käse oder Hackfleisch oder Kartoffeln, kann man das glaube ich auch machen. Und das bieten die eigentlich in fast jedem Hotel an. Das ist so lecker, das müsst ihr echt unbedingt mal probieren, wenn ihr da seid. Im Royal Alhambra Palace gibt es jeden Montag eine Schaumparty im Pool und das war so cool. Also das hat echt mega viel Spaß gemacht und leider konnte ich euch jetzt hier die Originalmusik nicht drunter lassen wegen Copyright-Gründen und deswegen habe ich euch in der Infobox nochmal ein zusammengeschnittenes Video, also auch mit Videos von der White Party und von den Strandpartys verlinkt, wo ich die Musik drunter gelassen habe und ihr euch dann auch nochmal anhören könnt, was dort so für Musik lief. Wir gehen das gleich ab. Erstmal, das ist echt mega schön. Also das ist gerade so eine Terrasse hier, kannst du mal ein bisschen umschwenken. Das ist einfach traumhaft, vor allem halt in der Abendstimmung. Echt wunderschönes Hotel. Und ja, jetzt geht's essen. Vom Abendessen habe ich euch jetzt nicht nochmal das komplette Buffet gezeigt, weil es einfach zu lange gedauert hätte. Aber auf jeden Fall gab es auch wieder total viel Auswahl und vor allem verschiedene Themenabende auch. Also zum Beispiel einen türkischen Abend, da gab es Dönerfleisch und halt andere türkische Spezialitäten. Und einen Latino-Abend, da gab es Tacos und Nachos. Und was für mich halt auch am geilsten war, waren einfach die Desserts. Ich bin ja sowieso so ein kleiner Dessertliebhaber und alles, was süß ist, ist irgendwie so was für mich. Und man konnte halt echt aus so vielen Desserts wählen und dann gab es auch noch Früchte mit Schokosoße. Das war mega geil. Also wir gehen jetzt zur White Party, also das ist so eine Motto-Party hier in dem Hotel. Nicole ist auch schon am Start, willst du mal Hi zum Vlog sagen? Hi! Ja, und ich zeige euch mal noch ein paar Impressionen gleich. Ja, die White Party war echt das absolute Highlight des Urlaubs. Also es ist wirklich unglaublich, was das Hotel da jede Woche für die paar Stunden auf die Beine stellt. Und wie gesagt, ich habe euch das Video nochmal in der Infobox verlinkt, wo man auch die Originalmusik nochmal hört, sodass ihr halt seht, was so für Musik lief. We'll go. Through the highways, through my shadow, through the sun rays.
So, ich beende jetzt den Vlog an dieser Stelle. Heute ist unser letzter richtiger Tag. Also wir werden dann in der Nacht 3:30 abgeholt und zum Flughafen gefahren. Und ich bin irgendwie richtig traurig, dass es jetzt schon wieder vorbei ist. Also ich hätte auch noch ein paar Tage länger vertragen können. Aber ich meine, es ist eigentlich jedes Jahr bei mir so, dass ich am letzten Tag so ein bisschen sad bin. Aber dieses Jahr ist es irgendwie ganz besonders schlimm. Also ich weiß auch nicht, ich fand sie einfach so schön und ja, ich will einfach nicht wieder heim. Aber ja, ich hoffe mal, dass ihr ein paar schöne Einblicke in meinen Urlaub bekommen habt und dass es euch gefallen hat. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!